Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Video möchte ich euch Kahoot vorstellen. Ein ganz tolles Quiz für den Unterricht. Man hört schon die beschwingte Musik im Hintergrund. Das ist ein tolles Quiz, um zum Beispiel Landstandserhebungen zu machen, um ein Wissen abzufragen, aber vor allem auch um die Kinder spielerisch gegeneinander antreten zu lassen. Okay, die Musik kann manchmal etwas nervig sein, deswegen darf man sie nicht immer viel zu laut aufdrehen. Manchmal sollte man sie vielleicht auch weglassen. Das hier, was Sie hier sehen, ist einmal das, was man auf den Bildschirm bringen sollte. Also hier die Gamepin und hier das Fenster. Null Players momentan angemeldet. Das wird auf den Beamer gebracht und dann kann sich jeder Schüler mit seinem Smartphone, mit seinem Handy oder natürlich mit seinem PC einloggen. Er geht auf kahoot.it und gibt dort den Gamepin ein, nämlich 634 8571. Ich simuliere das jetzt eben auf der rechten Seite etwas mit, gebe hier Enter ein und werde jetzt aufgefordert, einen Nickname einzugeben. Ich entscheide mich für Flip Mathe und jetzt werde ich angezeigt. Das heißt, der Lehrer sieht jetzt, der Flip Mathe ist drin und derjenige, der diese Flip Mathe ist, der bekommt ein grünes You're in. Wenn Sie jetzt natürlich sagen, Mensch, dieser Name, der geht überhaupt nicht, dann können Sie einfach draufklicken und den wieder entfernen, wenn also jemand sich mit einem Fake-Namen anmeldet. Ich zum Beispiel verwende immer oder sage den Schülern immer, sie sollen Namen verwenden, wo man sie eindeutig damit identifizieren kann, weil sonst ist es ja langweilig. So, und was jetzt passiert, wir starten das Quiz und jetzt werden Fragen auf dem Hauptbildschirm gezeigt, also auf dem Beamer. Wie heißt die Kreiszahl, lautet die Frage. Diese Frage wird gleich auch noch hier oben angezeigt. Der Schüler hat jetzt am Beamer quasi die Auswahlmöglichkeit zwischen diesen vier. Aber er hat nur sein Smartphone vor sich, wo die vier Farben zu sehen sind. Die Kreiszahl heißt bekannterweise Pi, also das Gelbe. Wenn ich jetzt hier auf Gelb drücke, sieht man, einer ist fertig, einer hat alles richtig und bekommt 578 Punkte. Und wenn ich auf Next gehe, wird man sehen, Flip Mathe ist vorne und Flip Mathe hat die Frage richtig, aber war nicht so schnell. Also es geht um Geschwindigkeit, aber hauptsächlich um die richtige Antwort. Wer die falsche Antwort hat, kriegt 0 Punkte. Es gibt weitere Variationsmöglichkeiten, aber das ist das, was ich am meisten spiele. Und jetzt will ich Ihnen zeigen, wie es funktioniert. Als erstes geht man auf die Homepage getkahoot.com. Also nicht auf kahoot.it, wie fälschlicherweise immer angewählt wird, sondern auf getkahoot.com und dort sollte man sich anmelden oder einen Account erstellen, wenn man das noch nicht hat, um eben ein solches Kahoot zu erstellen. Angemeldet kann man nun auf New Kahoot gehen und bekommt auf dieser Seite eine Auswahl, was man für ein Kahoot machen möchte. Ich möchte heute nur das Quiz bedienen, aber auch Jumble und die anderen haben ihre Möglichkeiten für den Unterricht. Quiz ist aber das, was bei den Schülern am besten ankommt. Ich entscheide mich jetzt für einen Titel, den ich hier eintragen muss. Ich muss es beschreiben, auch mit Hashtags. Ich kann ein Bild dazu machen, mache ich selten. Ich sollte sagen, für wen das Ganze sichtbar ist, auf welche Sprache das Ganze ist und für wen das zu sehen ist, also in dem Fall für Schule. Dann ein Intro-Video, falls gewünscht. Ich lasse das aber weg, weil das ist genau das, was man am Anfang sieht und das nervt dann eher bei der Anmeldung, wenn dann noch ein Video im Hintergrund läuft, wo am Ende noch jemand erklärt. Auf OK Go und dann geht's weiter. Im nächsten Schritt kann ich jetzt Fragen dazu bringen. Also ich werde wieder gefragt, wie heißt die Frage? Hier gebe ich einen Text ein. Hier sage ich, wie lange haben die Schüler Zeit? Ist es eine schwierige Frage? Muss ich ein paar mehr Sekunden geben? Oder langen vielleicht kurze Fragen? Denkt dran, man überfordert die Schüler auch schnell, wenn man es zu schnell ablaufen lässt. Brauche ich ein Bild dazu? Also wird etwas angezeigt oder muss eine Frage beantwortet werden anhand eines Bildes oder eines Videos? Und dann kann ich hier Antworten eingeben. 4 Stück. Und ich kann dann auch sagen, welche ist die richtige und setze einen grünen Haken. Natürlich können auch mehrere Antworten richtig sein. Wenn ich das alles ausgefüllt habe, gehe ich auf Next. In diesem Fall habe ich zum Beispiel ein Geometriebild eingezeichnet und eine Koordinatenachse bzw. ein Koordinatensystem. Das heißt, die Schüler müssen hier herausfinden, wie die Koordinaten dieses Punktes heißen in dieser Schreibweise. Die richtige Antwort lautet 5, 4. So kann man zum Beispiel mit einem Bild arbeiten. Und wenn ich dann alle diese Fragen fertig habe, also in dem Fall waren es bei mir 10, dann macht es auch richtig Spaß, gehe ich auf Save und muss dann habe dann meine komplettes Kahoot-Quiz fertig gemacht. Ich kann es nochmal editieren, ich kann es vorausschauen, so wie es am Anfang mit dem Anfangsbildschirm war, oder ich kann direkt loslegen und dann mit den Schülern im Klassenzimmer Kahoot spielen. Nicht immer hat man die Zeit, ein eigenes Kahoot zu erstellen. Dafür gibt es aber ganz viele öffentliche Kahoots.
Und die kann man dann über die Suchmaske suchen. Und nicht nur das, man kann sie auch duplizieren und dann für den eigenen Gebrauch verwenden. Ich suche Flipped Classroom, nehme jetzt hier irgendeines, zum Beispiel das hier, und gehe auf Duplicate. Und wenn ich Duplicate, wie man es auch immer ausspricht, dann kann ich auch hier auf Editing gehen. Das heißt, ich kann mir eine eigene Überschrift überlegen, ich kann die Fragen nochmal anschauen, ich kann sie verändern, leicht verändern und dann unter meinen Kahoots abspeichern. Kahoot, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die App oder das Tool, das den Unterricht revolutioniert, aber es ist ein ganz tolles Tool, das man in den Unterricht integrieren kann. In meinem Flipped Classroom kommt es super an und meine Schüler können es kaum erwarten, bis das nächste Kahoot gestartet wird. Und der Ehrgeiz ist groß, beim nächsten Mal das richtig gut zu können, also gescheit geübt zu haben, um beim nächsten Kahoot besser abschneiden zu können. Auch ein Lerneffekt. Viel Erfolg!